So, wir können einerseits hier ganz normal weitermachen oder wir qualifizieren uns für eine der nächsten Serien und da habe ich gerade ein bisschen mehr Bock drauf. Rallycross World Tour haben wir ja schon abgeschlossen, deswegen würde ich sagen, qualifizieren wir uns heute für eine der, für die Rally World Tour, weil das dürfte ein ganz geiles Event sein. Damit dürften wir auch in Level 24 kommen und die X-Games kommen. Hast du früher im HSK gewohnt? Ja, ich komme aus Bigge, ursprünglich. Also meine Eltern wohnen da auch immer noch. Marokko, China oder Kroatien? Komm, wir fahren mal die China-Rallye. Die China-Rallye sind wir noch nie groß gewesen. Ich bin, glaube ich, gar keine China-Rallye gefahren, ne? Ne, sind wir noch gar nicht. Ha, wir sind nämlich nur Trailblazer gefahren. Dann fahren wir doch die China-Rallye, komm. Drei schöne, entspannte Touren in China. Man kann für das zwei auch relativ lange brauchen. Also wenn du überlegst, wir haben ja noch sehr viel Disziplin offen. Also wenn wir heute im Stream durch sind, sind wir ja weit von fern von 100%. Ich möchte halt nur alle X-Games hätte ich haben. Die X-Games hat man relativ schnell durch, das ist ja die Sache. So, wir haben ein bisschen Cash. Haben wir ein Auto, was wir noch nicht gekauft haben? Die Soulstar ist... Oh, wir können den Evo 10 gönnen. Wir holen mal den schönen Evo 10. Den sind wir noch nicht gefahren. Wir holen uns jetzt mal den Evo 10. Ah, Houston sagt mir was. Ja, natürlich. Houston sagt mir natürlich was. Ich werde voraussichtlich, falls jemand aus dem Sauerland kommt, Anfang Mai ist bei uns wieder im... Ne, Anfang Mai. Doch, Anfang Mai? Ich glaube Anfang Mai, ja. In Brilon, bei dem Mercedes-Autohändler, ist jedes Jahr eine Oldtimer-Tour. Also das Treffen mit Oldtimern und allen rund dran und danach auch so eine kleine Tour mit Schnitzeljagd so in die Richtung mit Oldtimern. Und da werde ich dieses Jahr auch teilnehmen, weil ich habe ja meinen Trabant und da werde ich mit meinem kleinen Bruder werden wir da dran teilnehmen. Dementsprechend, falls jemand aus dem Sauerland kommt, den Trabi sehen will, Anfang Mai bin ich da bei Wittler. Da werde ich dabei sein und ja, auch mal diese kleine Tour mitfahren. Ich bin dann immer, habe immer nur zugeschaut, aber dieses Jahr kann ich ja selber mal aktiv sein. Dementsprechend will ich mit dem Trabi da mitmachen. So, komm, wir machen Taylor Faust Racing, weil ich bin mal wieder wunderschön meinem Rockstar-Sucht verfallen. Passt also ganz gut, wenn wir die Taylor Faust Lackierung fahren. So, ein bisschen Rallye im Evo 10, um uns für die World Tour zu qualifizieren. Dum, 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 dum. Hey, Lukas, das ist China. Die beiden Autos ineinander. Nebenbei, die nächsten Tage gibt es auch mal ein Video zum Golf 2. Da kommt was zu. Also mal ein Vorstellungsvideo zum Ding. Jetzt nicht super ausführlich, aber kommt was. Kann man bei dir mitfahren? Nee, ich habe schon meinen kleinen Bruder dabei und vielleicht noch meinen Freund mal gucken. Ein Trabi ist jetzt kein Familienauto, finde ich. Also früher schon, aber wir sind nicht mehr früher. Wir sind mittlerweile 2020. Dementsprechend. So, gucken wir mal, was der Evo 10 so kann. Gucken wir nochmal, wie er, was der so taugt. Wir haben jetzt gerade gut Cash für die Kiste ausgegeben. 33.000 genau zu sein, weil die ganzen scheiß Upgrades für die scheiß Pro-Stufe dann rein mussten. Und ich hoffe, dass die kleinen Mikro-Ruckler sich gleich wieder verpissen, weil die kommen immer komischweise, wenn wir anfangen zu spielen, sind sie immer da und nach der Zeit werden die immer weniger. Aber na gut, damit können wir leben. Ich glaube, es war A. Naja, ich musste gerade mal kurz gucken, wie ich den Evo um die Kurve hiefe. Mittel links lang, mach zu. Mittel rechts. Ja, wir haben noch kleine Mikro. Ich hoffe, die fangen sich gleich wieder. Boah. Mittel links. Jetzt war ich so eine kleine Bitch jedes Mal auf Windows 10 bei mir. In leicht rechts, innen halten, 80. Achtung, Husa, Kollege, beruhig dich. Über Kuppe. In Kuppe. Bip. In rechts. Naja. Das wird sich gleich noch fangen. Das ist jetzt mal kurzweilig so. Nicht wundern. Boah, hat sich die Grafik wieder zurückgestellt? Nicht, aber Alter, da hat sich das Heck aber gerade. Hat der S3 eigentlich TÜV? Gewissermaßen schon. Also nicht alle Sachen, aber relativ viel. Ich guck mal gerade. Faustling, jetzt alles. Das gibt es nicht, Alter. Ja, wir müssen einfach wieder warten, dass er sich wieder fängt. Also es ist halt, ich habe es genau eingestellt wie sonst auch. Ja. So. Boah, schön an den Schildern vorbeigesprungen. Das war knapp, Alter, weil die geben böse Damage leider. Ja, immer noch so. Keine Ahnung, woher die manchmal kommen, diese Mikro-Ruckler. Das sind ja so ganz komische Hänger. Ja, an sich, das ist ja kein Thema wegen der Performance, sondern irgendwas ist da am Nachladen, was da zum Grunde am Zicken ist. Solange es so minimal bleibt, alles cool. Es ist ein älteres Spiel. Es ist 10 Jahre alt. Über 10. Dann darf das. Das muss nicht mehr super gut laufen. Obwohl es geil wäre, wenn es das tun würde. Das war herausragend. Gut, Platz 1 haben wir schon mal in der ersten Stage. Sehr gut. Das lief doch schon mal sehr nice.
Damit sollten wir uns sehr gut für die World Tour qualifizieren können. Windows muss ich noch updaten, ey. Ich bin ja immer voll langsam, was das angeht bei Windows, ey. Du hast ein paar coole neue Lackierungen freigeschaltet. Katie Justice Lackierung, nice. Das ist jetzt auch für eine Legende. Den E-Golf, noch auf Basis vom Golf 7, schätze ich mal, ne? Obwohl, nee, das ist ja nicht, nee. Ich finde den GTE geil. Ist der GTE, doch GTE, oder E-Golf heißt der? Ich weiß gar nicht mehr. Und wie war der mit den Tagfahrlichtern unten in der Stoßstange? Finde ich beim Golf 7 sehr, sehr sexy. Muss ich sagen, optisch gefällt es mir gut. Wenn das Geld hat, Golf 7R oder Variant? Grüße von dem Typen, von dem du den Lüftungsschlauch von S3 hast. Ich grüße zurück, danke dir nochmal. 7R oder 7R Variant? 7R. Variant ist zwar cool und praktisch, aber ich mag das Heck nicht so ganz beim Variant, weil es so schmal zuläuft, meiner Meinung nach. Der 7R wirkt halt einfach... Ja, okay, Alter, was ist das denn für ein Start? Schick mich doch direkt in die nächste Hauswand. Weil ich finde, das wirkt leider, der wirkt leider zu schmal. Der 7er, der normale wirkt breiter, bulliger. So, jetzt springen wir nach rechts, weil das Spiel mir nicht gesagt hat, ey, links in Häuser, fahr den vielleicht nicht in den Vorgarten. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Puh, das war knapp mit der Wand. Mittel links lang 60. Achtung, scharf rechts, nicht schnell. Man muss ja sagen, an sich ist das Spiel relativ leicht. Also zumindest die Rallye-Sachen finde ich bei Dirt 2 sehr easy, weil der Schwierigkeitsgrad richtet sich ja daran, auf welcher Stufe du in der Meisterschaft bist. Wir sind jetzt bei Pro, es gibt nicht mehr viel mehr darüber, außer den World Touren. Und ich glaube, mit dem anderen Schwierigkeitsgrad, den du manuell einstellst, stellst du, glaube ich, nur ein, wie viele Spulfunktionen du hast, oder stellt man damit auch die Schwierigkeit ein? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die Schwierigkeit richtet sich wirklich nach den Stufen in der Karriere. Den Schwierigkeitsgrad, den ich mal einstelle, ist nur, wie viele Rückspulfunktionen ich haben, nutzen möchte. Oder war das so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. 60, Kuppe, Sprung. In Kuppe, Sprung. Erst 200 gibt es, genau, den schaltet man so ein bisschen als Rallycross-Auto frei nach der World Tour. Mittel links lang, 60. Denkst du, dass du irgendwann 1 Million Abos schaffst? Cool wäre es, ich setze es jetzt nicht als Mega-Ziel an, weil, wie gesagt, ich habe relativ Nischen-Content mit Rennspielen, dementsprechend sehe ich das jetzt nicht als Haupt, ich sag mal, Ziel an bei mir. Solange ich da, ich sag mal, gut meinen Lebensunterhalt mit verdienen kann, dann bin ich auch happy. Dann sind mir jetzt die Zahlen erstmal Latte. Solange ich mit dem, was ich... Ich habe an dem Ding immer noch über viel Spaß und solange ich damit mit den Runden komme, ist ja erstmal alles cool. Schwierigkeitsgrad bin ich echt jetzt immer grübeln, ob der nur über die Stufen kommt oder auch über den Level, den man einstellt. Aber ich glaube, das steigert halt, da ändert halt nur wirklich die Rückspulen. Das können wir aber auch mal auf 1 reduzieren, weil dann kriegen wir mehr Cash mit. Mehr Cash und Erfahrungspunkte, wenn wir weniger haben. Ich freue mich schon mal, von dem die Lackierung frei haben, weil die sind so putten lang da. Hier ist, glaube ich, Strich drauf. Es ist, glaube ich, echt nicht. Jupp, ist so. Okay, gut, danke schön. Danke für den Hinweis. Ah, okay. Oder ist das Jupp ist so auf Hastings bezogen? Ich glaube, es ist darauf bezogen. Okay. Ich bin maximal verwirrt, liebe Leute. Maximal verwirrt. Ich finde auch gut, wieder drittes Stage. Ich führe wieder eindeutig. Ich bin nie im Rampenlicht. Man ist als Spieler so selten im Rampenlicht, obwohl man hier alles auseinanderbumst. Im Spiel ist es egal. Mittel links, leicht rechts 40. Schnell links 100. Achtung. Nur sagen, die China Rally Stages sind irgendwie nicht so die spannendsten. Der hat relativ, sind auch relativ simpel. Die sind schwierig, wenn du die mit Trailblazer fährst, weil dann hast du das Tempo. Da fehlt dir natürlich mit den Rallye-Kisten komplett. Die Rallye-Kisten sind jetzt nicht unbedingt das schnellste im Spiel. Es war nicht auf Dirt bezogen. Okay, ich dachte mir das schon. Schade. Hier sind solche Steine, die muss man aufpassen, für die nicht mitnimmt. Kuppe scharf rechts lang, mittel links über Kuppe. Man kann hier halt relativ viel cutten in China, das ist halt die Sache. Sie haben hier und da mal so kleine Begrenzungssteine, aber die sind nicht unbedingt der Erwähnungswert, weil die siehst du relativ früh. Wenn nicht, dann hast du halt richtig Probleme. Das zerlegt dir die Karre bis auf die Grundmauern, aber anderweitig geht's eigentlich. Hoppala. 80, Achtung. 150 durch Engelsdorf macht zu. Glück ab. Alter, ich bin nur ganz normal abgehoben. Macht die Situation nicht schlimmer. Oh, ah, da war eine Treppe. So war zum Beispiel. 60, Kuppe. 40, Kuppe in
leicht rechts. Da ist aber wirklich so ein bisschen gebietsabhängig, kann das sein? Das Gebiet sind nämlich gerade in der ersten Stage andere Richtung gefahren, hat er hier auch gemuckt. Und die ganze restliche Stage hat er jetzt gar keine Zick mehr gehabt. Ja, 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 das ist so wunderschön gebietabhängig wieder am Ruckeln ist manchmal. Eieiei. Oh, Felsen. Ja, voll gegenhämmert. Nice. Oh, oh, scheiße, Karre vollkommen krumm. Hoppala. Hoppala. Das Mutti Sapling ist aber aus, also ich sage, ich weiß ja nicht, weswegen er jetzt schon wieder meint, hier am Rummucken zu sein. Ich liebe Dirt 2, aber es ist manchmal auf Windows 10 so eine kleine Bitch, ey. Komm, Wusa, Kollege, beruhig dich jetzt. Wir machen gleich die Rallye World Tour, da geht das hier nicht. Da gibt es hier kein Geruckel, Ruckel, da müssen wir richtig Party, Party. Hallo. Wusa, Spiel, jetzt ist gut. Beruhigen Sie sich. Spielst du nicht mit Lenkrad? Nee, Dirt 2 spiele ich lieber mit Controller. Das ist für mich so arcadisch, dass es nicht mit Lenkrad gut ist. Das ist schon gut mit Lenkrad, aber ich finde es mit Controller angenehmer. Gut gemacht, wir haben's. Das kann jetzt sehr viel als Stage gegangen haben, dass es so dieses Ruckeln hatte. Weil das hatten wir ja gerade auf den anderen beiden Stage, auf den anderen Stage hatten wir das ja nicht. Da war ja gar nichts. Kam jetzt wieder aus dem Nichts. Wann geht's eigentlich auf Apple 5 Gaming weiter? Nächste Woche geht's auf dem Gaming-Kanal weiter. Die Woche kam ich leider aufgrund vieler Sachen nicht dazu. Da waren wir leider echt sehr viel die Zeit weggeblieben, aber nächste Woche geht's auf jeden Fall auf dem Apple of the Gaming-Kanal wunderschön weiter mit wunderschönem, lustigen Gaming-Content. Ich habe ja Bock drauf. Du hast ja ganz schön abgeräumt. Tja. Lust auf eine Herausforderung? Ein Duell gegen mich? Ah, Duell. Ah, ein Duell haben wir noch, okay. Du machst ganz schön von dir reden. Das nee, Börse. Ja. Tour. Spannung pur. Dankeschön. Nebenbei, auf dem VOD-Kanal kann ich leider nicht alle Streams hochladen. Das ist manchmal immer so eine Sache, zum Beispiel jetzt gerade das erste Eliminator-Stream und die Tester von Limited-Streams kann ich beide, alle drei nicht hochladen, aufgrund dessen, dass YouTube wegen Copyright. Der erkennt halt leider so viel Musik im Hintergrund bei den Spielen, obwohl die bei Forza schon relativ leise. Ich habe keine Ahnung, warum der Kanal anders tickt als mein anderer Kanal, aber das lassen wir mal außen vor. Auf jeden Fall, ja, kommen die nicht hoch, weil er die direkt wegballert, beziehungsweise in Deutschland bannt oder blockiert, aufgrund eben der Musik, die er erkennt. Deswegen sind zum Beispiel die Tester mit Dinger nicht online, weil, ja, da haben wir die Musik auch relativ laut gehabt, gebe ich ja recht zu. Komischweise, Twitch hat das nicht stumm geschaltet, aber YouTube macht es. Komische Sache, aber na gut, auf jeden Fall, deswegen, wenn ihr euch wundert, wenn mal bei dem VOD-Kanal zwischendrin mal Streams fehlen, dann liegt es einfach daran, dass ich sie nicht hochladen kann, aufgrund von, ja, wunderschönen Copyright-Gedöns auf YouTube. Immer noch ein Träumchen, dass die Scheiße weiterhin so akzeptiert geht. So, wir fahren die Rallye World Tour. Ja genau, hier ist wirklich nur der Maximalgewinn, ja. Da sieht man keinen Unterschied, okay. Ja gut, dann bleiben wir einfach dabei, zweimal zurückspulen. Ich muss ja den Rock ein bisschen rüberstellen. Warte mal, da steht ein bisschen aus dem Bücher hier. Da steht doch viel prägnanter. So. Viel besser, The Rock. Viel besser, da stehen sie schöner. Steht eigentlich noch in den Raum für ein Zockermeisterschaft und Breakfast. Ja, die Idee steht noch. Wie gesagt, das werde ich auch irgendwann nochmal dieses Jahr umsetzen wollen. Dazu aber dann noch mehr. Das will ich nochmal. Ich muss das ein bisschen mal durch den Kopf gehen lassen, wie man das vernünftig aufzieht. So, meine Wagen. Ja, wir haben den Evo. Den fand ich jetzt aber gar nicht mal so ultra sexy. Ich habe eigentlich Bock auf den VXS TI, muss ich sagen. Ich mag den Hatchback echt gerne, der Fuß ist nämlich echt nice. Komm, wir fahren den Hatchback, wir fahren den Hatchback. Bist du dieses Jahr am Wörthersee? Ja, aber nicht beim Haupttreffen. Haupttreffen schaffe ich nicht, werde beim Reloaded sein im September. Da werde ich da sein, Haupttreffen schaffe ich leider nicht. Das haut zeitlich leider 0,0 hin momentan. So schade es ist, aber da ist noch so viel anderes geplant, deswegen schaffe ich es nicht an den Wörthersee. Gucken, ob es in den nächsten Jahren irgendwann mal klappt. Aber im Reload werde ich auch wieder da sein. Voraussicht auch mit dem Audi. Und Grüße an Cesar, mal willkommen noch wieder zurück. Grüß dich. Nichts geschenkt. Fahr so schnell du kannst und bleib auf der Straße. So, dann schauen wir doch mal. Die World Tour. Ich weiß gar nicht, welches Auto man hier nochmal freischaltet. Man schaltet ja bei den World Tour Special Cars frei. Bei Rallycross war es der erste 100, den wir auf jeden Fall auch bei den X-Games nutzen werden. War sehr geil. Oh, die Lackierung ist leider so sexy, ne? Sorry, gern, dass ich die geklaut habe. Kriegst du nachher wieder. 40, mittel rechts. 60, mittel rechts lang. Oh, der wirkt viel agiler als der Evo 10, ja. Der wirkt viel agiler. Ich schätze mal, ist es halt auch einfach. Leicht rechts, 60.
Ah, das erinnert mich noch an die alten Gymkhana-Zeiten von Camp Rock, die ganzen Anfangszeiten von Camp Rock, wo dann Subaru geballert ist. Das war doch was, liebe Leute, damals im Krieg, wisst ihr, damals. 40, mittel rechts, scharf links. 40, kehre rechts. Damals 1945 mit den Subis. 60, kehre links, nicht schneiden. Ich mag das Handling von Dirt 2, sondern es ist so schön vorausschaubar, wie der Wagen sich verhält. Und es hieß die Handbremse und schmeißt ihn wirklich in einem perfekten Winkel um eine Haarnadelkurve ohne große Mühe. Es ist so gut. Das ist Sache, die ich mit Dirt 4 ja mein Problem habe. Dirt 4 Handling komme ich einfach nicht drauf klar. Oh, wir führen mal nicht. Oho, go hier. Wir haben, okay, der Schwierigkeit ist gerade bei der World Tour höher. Das sieht man direkt. Weil langsam bin ich ja jetzt auch nicht. Ich fahre jetzt nicht eine komplett beschissene Linie, ne? Es geht ja schlimmer. Hier können wir auch ein bisschen cutten, hier können wir cutten. Leicht links, dann leicht rechts. Hier können wir nicht cutten! Ah, das war wieder mal die bekannte Felsmauer, in die ich schon mal frontal in den Z4 reingehämmert bin. Da brauche ich jetzt nicht noch seitlich mit dem Subaru durchflügen. So, jetzt hier eng genug rum. Erst jetzt passt, sehr gut. Dann leicht links, lang 60. Leicht rechts, in leicht links, innen. Wow, 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 wow. Das war ja kein Ruckler mehr, das war ja ein Standbild für ein paar Sekunden. Heilige Scheiße. Puh, das war jetzt aber nicht ganz so sexy. Sprung, mittig, 80. Schnell links. Okay, momentan führt Tanner Faust noch. Okay, okay, okay. Ja gut, wir haben ja die komplette Stage. Wir haben ja noch ein paar Meter vor uns. Also, wir können noch ein bisschen was rausholen. Dirt 3 ist auf jeden Fall auf der Xbox One spielbar, das weiß ich. Bei Dirt 2 bin ich mir persönlich gerade nicht sicher. Hoppala, das war knapp. Aber wir müssen ans Limit gehen. Tanner Faust ist schnell. Wir müssen schneller sein. Für Dirt 5 wünsche ich mir immer noch eine Mischung aus Dirt 3 und Dirt 2. Dann bin ich glücklich. Das wäre so die Mischung für Dirt 5, bitte. Dirt 2 und 3 als Beispiel nehmen und ich bin glücklich mit der Welt. Präsentation Dirt 2. Klassenumfang ruhig Dirt 3 mit ein paar Möglichkeiten von Dirt 2 und alles ist gut. Oh, nein, das endet im tödlichen Unfall. Wir haben uns zumindest mal die Führung geholt, aber ich muss jetzt gleich mal gucken, dass ich die Scheiße jetzt nicht noch wegschmeiße. Ich kann jetzt nicht mehr zurückspulen. Jetzt, wenn ich jetzt verkacke, habe ich verkackt. Boah. Ja, Dirt 3 werden wir irgendwann sicher mal spielen. Das kommt jetzt nicht nächste Woche direkt. Das nicht, das wird nicht passieren. Ich finde Dirt 3 leider von der Karrierepräsentation im Vergleich zu Dirt 2 einen massiven Rückschritt. Holy shit. Seid lange dabei, seid kurz mal auf Twitch. Dankeschön an Tobi, danke dir für die 20 Euro. Yo. Ich hoffe, ja, ich, ja. Das freut mich. Danke, Alter. Danke für den Support. Schnell links 80. Schnell links 60. Leicht rechts bis Ziel. Ah, ich glaube, der letzte Abschnitt war nicht schnell. Ich habe mich jetzt nicht schnell gefühlt. Ja, ja, ich dachte mir schon, der letzte Abschnitt war nicht schnell. Ich habe echt viele, viele kleine Fehler gehabt. Gute Leistung, du hast den zweiten Platz gehalten. Ja, gut. Wir sind ja jetzt, glaube ich, 5 Rennen, oder? Waren es 5 Rennen? Ja, ja, gut. Das ist ja ein zweiter Platz kein Thema, das können wir ja locker ausgleichen. Außerdem habe ich noch ein paar Läufe, wo ich schnell bin. Aber Tanner Faust war flott. Aber damit haben wir schon mal die Bestätigung. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist an den, Level gebunden und nicht am... an dem, was ich einstelle. Und ich vorher noch so, der Evo 10 fühlt sich aber nicht so schnell. Evo 10, erster. Gut. Endlich mal bin ich mal wieder im Sichtfeld. Natürlich nicht mit meiner eigenen Livery, aber... naja. Schlagen wir zu. Was verfolgst du dir von der neuen F1-Saison? Nicht viel, ich verfolge F1 schon lange nicht mehr. Ich habe leider gar keine Spannung daran. Ich bin da raus. Oh, da waren aber ein paar Steine direkt am Anfang. Holy shit. Ich weiß nicht, warum die Ansage mit dem Kratzer immer an, wenn da solche Sachen kommen, immer anders klingt. Ist das mein Ingenieur, der noch dazwischen funkt? Der dürfte es ja gar nicht mitbekommen haben eigentlich. Weil bei Rallye gibt es da ja nicht so viel Feedback. Oh, come on.
ist wieder so eine Stage, wo ich relativ viel cutten kann. Da dürfte ich der KI einen voraus haben, weil das macht die halt nicht. Also nicht so hart wie ich es mache. Kann man Besucher auf der Convention theoretisch völlig absetzen? Ja, kannst du theoretisch, ja. Also wenn du ein Ticket kaufst und die Anreisen und sowas, das kannst du alles steuerlich absetzen. Ja klar, natürlich. Also das wäre wie eine Geschäftsreise. Wenn du das buchst und einen rum und dann kannst du das alles dem Finanzamt angeben, natürlich, das geht. Mache ich ja zum Beispiel während Gamescom und sowas auch. Wenn Hotel oder sowas oder Anreise dazukommt und sowas. Natürlich, das ist ja, an sich ist das ja Arbeit. An sich ist das ja, gehört das ja zum Beruf, dementsprechend passt das ja, ja klar. Du musst natürlich immer so einen gewissen Nachweis haben, dass es auch irgendwie mit deinem Beruf zu tun hat, wenn du da gar nichts zugemacht hast oder irgendwie das Finanzamt will das meist je nachdem gerne mal ein bisschen nachvollziehen können. Dementsprechend. Solange du dir aber zeigen kannst, es hat im Verhältnis mit deinem Beruf was zu tun, ist das alles meist kein Thema. Und es sind auch so Peanuts-Beträge, dass sie da eigentlich noch, das sind eigentlich da Latte eigentlich. Also das ist, obwohl, Tenner Faust ist noch nicht gefahren, der ist hinter mir. Ich bin erster von dreien, ja, ist ja auch nicht schwierig. Sind ja nur zwei Leute vor mir. Oh. Achtung, links halten, über Kuppe, Sprung 60, mittig, über Kuppe 40. Ja, aber noch halte ich, mal gucken. Ich bin gespannt, ob Tenner Faust wieder schneller ist. Diesmal kann ich leider nicht gegen reagieren, weil er hinter mir fährt. Das werde ich leider erst im Endergebnis sehen. Oh, die Bodenwellen hebeln mich aber ganz schön aus, ey, scheiße. Das Geile ist von der World Tour, man fährt die kompletten Stages. Vorher meist fährt man ja immer nur so Teile dieser Stages, weil es gibt nicht so viele unterschiedliche Stages, die sind meist in mehrere Abschnitte eingeteilt. Die fährt man dann halt in den Rallyes jeweils. In der World Tour fährst du aber eben die komplette Einheit und das ist ganz geil, weil die Stages dann mal ein bisschen länger sind als 2 Sekunden. Das ist eine Sache, die Dirt 2 leider ein bisschen schlecht macht, die Rallye-Stages sind zu kurz. Die Rallye hat hier und da auch mal was mit, sagen wir mal, Ausdauer zu tun. Ich kann da leider wegen der Bitcoin leider nichts machen, tut mir leid, nee. Ich kann da nichts absetzen, wenn das irgendwer anderes ist, weil das geht nicht. Dafür müssten die Angestellte sein, dann ist das auch ganz wieder ein ganz anderes Thema. Ich kann leider nicht von anderen Sachen einreichen. Schön wäre es, da würde ich glaube ich gar keine Steuern zahlen, weil ich mir einfach meinen ganzen Freunden Unterlagen zusammensuchen würde und soweit alles absetzen würde, dass kein Geld mehr am Ende wegfliegt. Aber leider ist das nicht so. Schön wäre es. Jetzt bin ich gefahren, ob Tenner Faust schneller war oder nicht, aber ich bin eigentlich. Ein Abschnitt hat mir ein bisschen Zickereien, aber an sich war es relativ flott, meiner Meinung nach. Wir sind Zweiter, jawohl. Hast du irgendwo deinen Stream? Ach, wieder Zweiter. Ist Tenner Faust wieder vor mir? Ich schätze mal, ne? Junge, ist der Kacken schnell, aber nur. Oh, so knapp auch noch! Alter! Hörst du auf den Beifahrer, natürlich. Also gewisse Hinweise hörst du schon ein bisschen von denen. Da kannst du ja ein bisschen vorausschauen fahren. Klar, du siehst bei Dirt 2 noch relativ viel, aber ein bisschen drauf achten geht schon. Okay, jetzt müssen wir langsam mal gegen Tenner Faust ankommen, weil sonst wird es mit den Punkten schwierig. Weil es sieht nicht danach aus, als würde er ablassen wollen. Naja gut, schauen wir mal. Naja, die nächsten drei Stages müssen wir jetzt mal gegenhalten. Der darf mich jetzt, dass er so schnell ist, der Junge, ey. Direkt, weil jetzt war es arschknapp in der Runde. Na gut, muss ich jetzt mal gucken, was ich Malaysia herausholen kann. Wir müssen Platz 1 holen, weil sonst wird es langsam sicher schwierig. Also sonst wird der Abstand leider zu groß. Weil ich glaube, Tenner Faust wird die nächsten Läufe, wo ich nochmal Erster werde, immer Zweiter werden. Und wenn ich jetzt nochmal einen Lauf Erster, Zweiter werde und er den anderen danach immer nur Zweiter, ist das Ding schon durch. Also ich muss jetzt auf jeden Fall 3 Siege eigentlich holen, weil Tenner Faust wird seine Leistung hier nicht so krass verringern, glaube ich. Breitbau beim Golf 2 ist immer noch so eine Sache, die im Kopf rumschwebt. Ja, nicht mehr dieses Jahr, glaube ich. Das wird dieses Jahr nicht stemmbar sein. Aber es ist eine Sache, die im Kopf rumschwebt. Ich bin aber auch ein Mega-Fan von Golf 2 sehr tief. Und Golf 2 sehr tief mit Breitbau ist immer schwierig umzusetzen. Weil natürlich, was du jetzt bedenken musst, das originale Rathaus hat viel mehr Einfederweg. Also hat viel mehr Weg nach oben. Die Breitbauten lassen natürlich nicht mehr so viel Weg nach oben zu. Deswegen kannst du eigentlich nicht so tief gehen. Weil irgendwo muss der Reifen ja irgendwo noch einfedern können. Deswegen muss ich mal gucken. Ja, wie gesagt, Tage kommt jetzt ein Video zum Golf 2, dann kommt nächste Woche voraus schon ein Video zum Fahrwerk. Die Jungs von TR Technics waren sehr froh, sehr freundlich, mir mit gutem Rabatt das Deep zukommen zu lassen, das tiefe Gewindefahrwerk von denen.
Da wollen wir mal gucken, was damit so geht. Und dann wird der auch wieder Golf 5 eigentlich dieses Jahr relativ viel Daily bewegen. Also der wird dieses Jahr eigentlich relativ viel Strecke sehen hier bei mir im Ort. Felgen werden auch erstmal die Originalen draufbleiben. Ich habe so goldene BWS noch dabei. Kommen erstmal drauf, wie gut ist. Das passt so. Und dann mal gucken. Kommen halt noch so Kleinigkeiten. Was ich ehrlich, die Turkis gekauft. Doch, habe ich bisher in all meinen Autos und ich kann mich nicht beschweren. Ich kann diesen Hate nicht verstehen. Ich habe im S3 ein TR Technics drin, bin super zufrieden mit. Im Golf drin und im Trabi kommt es auch rein. Und die TR Technics Deep Gewinde funktionieren im Golf 2 auch perfekt. Also dementsprechend. Die waren mal scheiße von der Qualität, aber mittlerweile nicht mehr. Wie gesagt, ich könnte mit dem Audi nicht glücklicher sein mit dem Fahrwerk. Es funktioniert 1A. Und jetzt auch schon seit über 2 Jahren hat mir noch keine Probleme gemacht. Gar keine. Nicht mal Dämpfer oder irgendwas. Oh, Tenor Faust ist schon wieder so assig schnell. Junge, Junge, ey. Komm schon, Subi. Brauchen hier einen Sieg, ey. Es geht kein zweiter Platz mehr. Das geht jetzt echt nicht mehr. Genau. Im Golf 2 brauche ich kein super teures Fahrwerk, weil das Ding wird nicht über den Ring geballert werden am Ende. Dementsprechend ist das Fahrwerk für das, was es kann, vollkommen ausreichend. Es soll ein bisschen im Alltag bewegt werden, einfach cool aussehen und gut ist. Ich finde ihn nämlich sehr alltagstauglich, Golf 2, Gott sei Dank. Also jetzt natürlich nicht im Winter, aber so im Sommer, Frühling, bla bla bla. Weil an sich einfach alles leicht zu pflegen und auszutauschen, reparieren ist. Wenn was kaputt geht, Alter, ist Tenor Faust schnell! Dann ist das nicht mal ein großes Problem. Deswegen kann ich ihn auch schön im Alltag nutzen, weil es nicht teuer wird, wenn mal was in die Fritten geht, Gott sei Dank. 60 uneben. Nee, der Golf 2 war erst im Lift überlegen, aber ich komme im Gewinde beim Golf 2 sehr tiefstatic. Die lassen relativ viel zu. Und da der jetzt nicht so ein ultra tolles Projekt wieder werden soll, und wie gesagt, mehr für den Alltag ist, habe ich gedacht, mach ich diesmal mal, machen wir mal wieder Gewinde. Weil Golf 2 tief mit Static finde ich halt auch schon sehr geil. Und ich muss auch mal wieder ein Gewindefahrwerk mal irgendwo reinhämmern. Oh, wir sind hier eigentlich gerade relativ flott. Ich komme mir in dem Abschnitt schnell vor. Ich hoffe, es ist so. Ich kam mir schnell vor. Scheiße. Oh. Ich muss halt jetzt irgendwie echt Tempo holen. Ey, Tenor Faust ist so eine Kack. Ist einfach so scheiße schnell. Ist der Wahnsinn. Ich schlag jeden in diesen, von diesen Topfahrern, nur Tenor Faust nicht. Der Rallye-Gott hier urplötzlich aus dem Nichts. 80 bis Ziel. Oh, wieder zu weit raus, Alter. Ich werd nicht mehr. So eng cut ist schon ganz gut, weil ich mach. Ich muss ja die nächste Kurve irgendwie rumkommen. Gas, 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 komm, 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 komm. Ein starker zweiter Platz. Gut gemacht. Oh, das gibt's ja nicht, Alter. Ja, jetzt können wir neu starten. Scheiße, ey. Wir haben zwar jetzt noch 2 Rennen danach, aber das Problem ist, Tenor Faust wird danach nicht entspannt Zweiter werden. Er nicht Dritter werden, weil er müsste ja dann locker irgendwo mal Dritter werden, damit ich mit 2 Siegen das ausgleiche, was er jetzt hier an Punkten rausgeholt hat. Puh, das wird eine lustige World Tour, ey. Der setzt mich gut unter Druck, der Junge. Ja, Tenor Faust wird eine super saubere Linie fahren. Er ist ja nicht super viel vor mir. Es ist immer minimal. Es ist nicht viel. Aber das ist halt schon, wenn ich so 1, 2 kleine minimale Fehler reinhämmer, ist, hat er die schon an Zeit wieder rausgeholt. Ich darf mir wirklich. Lass keine Fehler leisten, ja, wo wir gerade dabei sind. Oh. Puh, Wusa. Wusa, Wusa, Wusa. Come on. Oh, diese Bodenwellen hier, ey. Die hängen nicht manchmal auch so ins Nirvana. Okay, jetzt führen wir wieder. Den Abschnitt war ich aber auch vorhin im ersten Versuch schon schneller. Ich verliere im letzten Abschnitt. Kuppe, mittig
scharf links durch Wasser. In scharf rechts 60. Mittel links in Mittel rechts. 60. So, Konzentration. Oh, das war zu weit in. Ja, ah, fuck it. Ja, gut. Das war's dann auch schon mit Zurückspulen, ja. Und den Rest der Stage irgendwie auf die Kette kriegen. Das wird, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Es wird gleich nochmal neu starten geben, ich sag's euch, weil das werde ich jetzt nicht fehlerfrei auf die Kette kriegen. Dafür gibt es zu viele Stellen, wo ich mit meinem Cutten da wunderschön verkacken kann, wenn ich es drauf anlege. Gucken wir mal. Vielleicht nächster Sektor, mal hoffen, dass wir da was besser rauskriegen. Oh, wir haben ein bisschen mal rausgefahren, okay. Come on. Okay, bisher ist ein ganz okayer One. Also die Linienwahl ist schon mal ein bisschen flotter auf jeden Fall, aber wir haben ja Zeit rausgeholt, so viel ist ja safe sicher. 60. Kuppe, mittig, 60. Achtung, Welle bei Aufsteller 40. Achtung, Kuppe, Sprung in. Ich hoffe nicht, dass der Vordermann noch so viel lange will, weil auf den will ich auf keinen Fall aufholen, das wird Zeit kosten. Wasser, die habe ich nicht. Come on! Wasser, leicht rechts, mach zu bis scharf rechts. Vorsicht, vor uns war ein Unfall. Nein! Boah, Junge, schmeiß mir die Karre nicht in den Weg. Katie, Alter. Boah, Jade, keine Ahnung, mir egal. Das war jetzt knapp, ey. Aber wir haben super viel Vorsprung rausgefahren. Die Abschnitte waren sehr, sehr sauber, okay. 60 uneben. Oh, jetzt wird raus. Boah, das war aber knapp, Alter. Ich hab gedacht, ich schäme mir jetzt voll den Pontiac in die Karre. Da hätte ich gleich ein bisschen geheult, glaube ich. Komm, Subi. Uneben, mittel rechts. 40, leicht links, lang. Ich glaube, wenn wir Rallycross fahren, hast du genug Möglichkeiten für Wall Chess. 60, leicht rechts, leicht links, innen. 60, durch Wasser. Links halten, über Kuppe, 80. Mittel rechts. So, die Kurve darf ich hier nicht verkacken. Das war deutlich besser als die One davor. Ja, es war eigentlich ein ganz guter Mann, ey. Das war nicht verkehrt. Ich glaube, es war nicht verkehrt. Komm, bitte, es reicht für den Sieg. Sehr gut, Sieg. Puh, okay. War aber auch, bis auf zwei Zurückspuler war das echt sehr gut. Das war schon relativ sauber. Ja. Obwohl, wir hatten 1,5 Vorsprung. Also, wir haben wieder im letzten Abschnitt gut Zeit federn lassen, ey. Also, na gut. Ein weiterer Laufen, wir sind gleich punktgleich auch mit ihm. China war ja relativ einfach. Gucken wir mal. War ja relativ einfach. Wir müssen auf jeden Fall Sieg holen, damit wir punktgleich sind. Da müssen wir in der letzten Zeit ja auch noch holen. Weil ich glaube nicht, dass Tenner Faust schlechter wird. Der wird, wenn ich Erster werde, locker Zweiter werden. Wenn ich Zweiter werde, ist er Erster. Also, ja, zweiten Platz kann man sich mehr leisten. Es gibt nur noch Siege, weil Tenner Faust leider nicht federn lässt. Das ist doof. Der ist leider in allen Stages gut. Das ist nicht so optimal für uns. Das ist nicht so optimal für uns, leider Gottes. Mittel links, leicht rechts 40. Schnell links 100. Achtung, kehre rechts 80. Kein Blockstein, der sein Double. Scharf links über Kuppe, innen 40. Was macht Kopenhaus ist falsch, bist du richtig für dich in Bezug auf Dirt und Grid? Momentan machen sie nichts richtig. Also doch, Grid positiv, Gameplay. Gameplay passt. Dirt Gameplay, Dirt 4 Gameplay passt für mich nicht. Dirt Rally zieh ich außen vor. Dirt Rally ist eine super gute Rennserie. Das passt alles super gut. Also, wie gesagt, Dirt Rally zieh ich außen vor. Das ist für mich kein. Den zähle ich nicht zum Dirt-Teil dazu. Das ist für mich eine eigene Serie, die sehr, sehr gut ist. Leider die Atmosphäre kriegen sie bei Dirt und Grid nicht mehr hin. Das Ganze drumherum, wie MV Automotive gerade sagt, ist eben die Präsentation. Die fehlt. Die Content Codemaster ist so gut. 60.
Weil damals DTM Race Driver oder auch Dirt 2 und Race Circuit, die hatten halt eine sehr, sehr geile Präsentation so um das Ganze herum. Und die fehlt halt bei den modernen Titeln komplett. Es ist ein sehr, sehr leeres und nicht totes Spiel, aber du fährst halt einfach Rennen nach Rennen, ohne dass da irgendwas dich herausfordert oder irgendwas. Es fehlt das drumherum. Und das ist leider sehr, sehr schade. Und bei Dirt 4 fehlt auch ein gutes Arcade-Handling. Wie gesagt, die Dirt-Reihe sehe ich nicht als Simulationsspiel. Das macht die Dirt-Duelli-Reihe mittlerweile. Deswegen fand ich es komisch, dass Dirt 4 sich so komisch simulationslastig gefahren hat oder so sehr Dirt-Rally-mäßig. Das habe ich halt nicht erwartet, bzw. nicht gehofft, weil für mich ist Dirt immer das Controller-Spiel gewesen im Verhältnis. Und das war sehr schade aus meiner Sicht. Ja, momentan, wie gesagt, habe ich nicht so viel Vertrauen mehr in Copas. Ich bin mal gespannt. Slidy Matt ist ja jetzt mit an Bord. Mit Project Cars und allem drum und dran. Project Cars 3 wird ja auch in der Codemasters Flagge erscheinen. Ich bin gespannt, was das jetzt in Zukunft so bringen wird, weil das kann ein bisschen was heißen, weil wir jetzt ein bisschen mehr Teamstärke dabei haben. Mal gucken, ob ein neues Grid darunter entstehen kann, neues Dirt vielleicht. Mal abwarten. Also ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung mit dem neuen Studio darunter, dass es ein bisschen was bewirken kann. Aber momentan die Präsentation drumherum ist ein großes Problem. Und dass Features fehlen, die vorher mal drin waren. Ja, aber Dirt 4 macht leider mit dem Controller keinen Bock. Es fährt sich mit dem Controller leider echt Grütze. Und für mich ist die Dirt-Reihe halt mit Controller spielbar. Das ist sie leider einfach nicht. Also zumindest nicht vernünftig. Ich finde es unangenehm. Ich muss mich dafür sehr kontrollieren, weil... Sieg, Sieg, Sieg. Ein ganz starkes Rennen. Och, sehr gut. Okay, Punkt gleich mit Tenafaus. Das wird ja ein schönes Finale. Oh, Junge. Obwohl, jetzt haben wir gut... Das war mal eine Sekunde. Vieler Negun schon mal. So, letztes Rennen. Gucken wir mal. Wir müssen jetzt gewinnen. Das ist punktgleich. Schwimmst bis hin ins Offener geht. Der hat sehr geile Lackierung. So, da Baha geht's als letztes. Okay. Ja, gucken wir mal. Punktgleich mit Tenna Faust. Uff. Ja, schauen wir mal, was es das jetzt gibt. Ich bin mal gespannt. Die Sonne brennt und alles ist voll Sand. Diesen Fahrer gilt es zu schlagen. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Ich weiß nicht, warum sehen die jetzt mal ein Sichtfeld haben. Der ist Dritter, der ist abgeschlagen. Der hat überhaupt in der Mannschaft gar nichts am Hut. Der kann nicht mehr mitmischen. Und Travis steigt. Ist Tenna Faust hinter mir oder vor mir? Ich guck gerade. Er ist vor mir. Okay, sehr gut. Tenna Faust fährt vor mir. Wir können uns also nach an ihn orientieren. Perfekt. Optimal. Okay, er ist vor uns. Also wir sehen direkt seine Zeiten, das ist gut, weil dann kann ich mich daran orientieren. 40 leicht links, außen bei Ausgang. Mittel rechts, Wasser 60. Ja, Tenna Faust ist vor uns. Okay, sehr gut. So, dann wollen wir mal, ab geht's. Ich finde Baha auch jetzt nicht die geilste Rallye, weil die Stage halt so unnatürlich ist, weil er halt einfach in so ein Flussbett reingehämmert worden ist. Ja, das, die Kurven hier sind halt einfach mit Mauern gemacht. Die Kurven sind halt natürlich nicht natürlich wie bei den anderen Stages. Das macht den Flair so ein bisschen anders. Also ich mag den deswegen auch nicht so ganz. Ist eine komische Rallye vom Style her. Malaysia finde ich damit am geilsten. Boah, wir sind momentan eine Sekunde hinter ihm. Holy shit, Alter. Ich habe da noch nicht mal Scheiße gebaut. Wie? Wo holt er denn die Sekunde schon? Das gibt's ja gar nicht, dieser Sack, Alter. Welches Spiel am meisten meine Kinder geprägt hat? Ich glaube Underground. Da war ich damals 9, das hat glaube ich schon sehr viel geprägt. Ich glaube, das hat schon sehr viel Auswirkungen gehabt. Na komm, yes, Alter! Brutaler Abschnitt, ey. Von 1,5 Sekunden Rückstand auf 1,5 Sekunden Vorsprung. Bam, Junge, das war ein Abschnitt. So musste jetzt die Rest der Stage auch noch laufen, dann bin ich glücklich. Ah, das hat schon wieder zu viel Zeit gekostet, da waren wir zu weit raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Achtung, Bremsen, weiter Sprung. Gib ihm Vollgas, Junge. Gib ihm. Linke Stoßstange. Ah, zu weit. Ah, das wird Zeit. Ah, das hat Zeit gekostet. Scheiße. Bremsen verpasst.
Das war auch schon wieder nicht schön angefahren. Ich habe mich voll verbremst. Ich krieg den Bremspunkt hier nicht auf Kette. Ah, hier war schön eng rum. Okay. Ah, hoffen wir, dass das jetzt nicht mal 1,5 Sekunden wieder war, nicht da liegen gelassen habe. Das kann nämlich fast gut hinhauen. Jawohl, nee, alles gut, alles gut. Wir haben es gehalten. Der letzte Abschnitt, wir sind ganz gut dabei. Sehr gut. Boah, fuck, das war knapp. Den Reifenstau habe ich nicht kommen sehen. Ah, die Kurve habe ich falsch angefahren. Zu früh eingelenkt. Oh, komm, 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 bitte, 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 bitte. Müsste reichen, müsste reichen. Wir waren eigentlich sehr schnell. Sehr gut. Huh, das 2 Niederlagen, 3 Siege in Folge. Das ist okay. Das war ein schönes Comeback, ey. Glück gehabt. Alter, das war. Alter, habe ich in den letzten Abschnitt Zeit liegen lassen. Ach, wie scheiße. 8,5 Sekunden einfach weggeworfen mal wieder. Kommt mal wieder irgendwann wieder zu Grid. Ich wollte ja nochmal ein Video zu den Autos der ersten Season nochmal was machen. Aber kommt noch nicht super viel zu, weil, ja, Grid ist aus meiner Sicht leider tot. Also der Inhalt ist halt leider nicht umfangreich genug. Ich finde die Karriere leider dröge. Es gibt kein Strafsystem, was natürlich an sich okay ist, was ein Gate Racer ist, aber hier und da wären ein paar Strafen mal okay, weil Multiplayer ist deswegen ein Crash Derby, ne? Ah ja, ein Escort schreibt mal frei, nice. Sehr gut. Wow, fantastisch! Du hast die World Tour gewonnen. Sehr, sehr nice. Und wir sind bald Level 24, Leute. Bald geht es zum X-Games. So, was können wir denn, was machen wir denn jetzt gerade mal? Ich habe mal wieder Bock auf Rallycross. Da haben wir ja momentan nichts dabei. Oh, hier haben wir Rallycross. 24.000 gibt das. 3 Events, also 2 Events oder 3? Auch 3. Okay, dann fahren wir das hier. Dann machen wir noch das hier, wunderschön. Mal 3 wunderschöne Rallycross-Events. Und wir haben ja unseren RS200 irgendwo rumstehen. Da ist er doch, wohl hier. RS200 Evolution, der wird natürlich gefahren dafür. Da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Da brauchen wir nicht lange diskutieren, was wir da fahren, natürlich. Unser schönes Auto, was wir gewonnen haben mit der Rallycross World Tour. Ja, wie der Grid macht gameplay-technisch super, super Laune. Es spielt sich super, super geil. Aber irgendwie das drumherum, es wirkt so leblos. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas fehlt mir. Das ist das Problem. So, schauen wir, was der erst machen so kann. Ich bin mal gespannt. Oh, Beschleunigung ist auf jeden Fall schon mal da. Heilige Scheiße, marschiert er nach vorne. Hoppala, da hat aber jemand Druck, ey. Junge, Junge, Junge. Und richtig funktionieren Rückleuchten vor allem. Kommt noch ein neuer Test-Drive-Teil. Big Ben hat auf jeden Fall die Lizenz, also mal abwarten. Ich schätze mal, dass die damit was anstellen werden. Ob das gut ist, müssen wir dann herausfinden bis dahin. Hab ich doch gar nicht. Stand halt im Weg. Alter, ist der schnell. Heilige Scheiße, Alter. Oh, fuck. Okay. Ein bisschen weit mit dem Heck rum. Hoppala. Hoppala. Ein bisschen das Heck rumgeworfen. Junge, der marschiert ja wie gestört, ey. Bist du mal an? Ich habe in der ersten Runde immer so einen grunden Boden gefahren, alle. Heilige Scheiße. Ne, was diesen Monat Update kommt bei Need for Speed ist noch nicht bekannt. Kommt auf jeden Fall bald ein 100-Artikel, das ist richtig. Wann, weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung, sehen wir dann. Auf jeden Fall gibt es anscheinend mal Update-News, was ja Heat gar nicht mal so schlecht tun würde. Deswegen mal abwarten. Ich hoffe, da kommt was Großes, sonst, ey, dann steige ich da bald bei Ghost Games auf Dach und mache da Randale, ey. Da tut so weh, so ein gutes Spiel so gegen der Wand zu fahren. Die Basis ist so gut. Die beste, die sie seit Jahren hatten. Sie wird am schlechtesten genutzt von allen. Ich raff das nicht.
Junge, das Ding ist vollkommen OP im Rallycross. Du fährst ja alles im Grund und Boden damit. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht langsam gegenüber denen. Der fährt sich leider aber auch sehr geil, muss ich sagen. Der erste Volt ist halt ultra ausgewogen hier, ey. Es gibt noch keine Infos zum... die mehr. Es gibt, wie gesagt, mehr als dieses... Oh, wir haben einen 100-Tickel bald. Gibt es mehr noch nicht? Nee. Also mal abwarten. Ich, wie gesagt, ich bin gespannt, was Ghost Games so als nächsten Plan hat. Alter, was ein entspanntes Rennen. Heilige Scheiße. Das war ja mal mehr als easy. Der erste Mal fällt ja alles im Grund und Boden. Stimmt, und das Rival- und das Teamkollegensystem in Grid finde ich bescheuert. Das funktioniert nämlich auch komplett nicht. Das funktioniert einfach gar nicht. Das kann man Helmer weglassen können. So, Rennen Nummer 2. Alter, er hat im ersten Rennen von mir auf den Sack gekriegt. Zeigt mich mal. Ich bin. Alter, die gelben Rückleuchten sind aber schon heavy, ne? Oh, Leute, hallo! Ich bin auch noch da! Ja, eben. Warum stehst du mir im Weg rum? Mach das nicht nochmal, bitte. Bitte passen Sie nächstes Mal auf, wo Sie rumstehen. Oh, fuck. Guck mal, wie ich in der Beschleunigung die Jungs abziehe, Alter. Ich habe meine Kamera aber gefühlt doppelt so schnell. Oh, ist ja der Wahnsinn. Also, gerne schon erst vorne fahre. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten Rallycross-Events noch einsetzen will, weil es nimmt mir ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Also, in Klammern nicht nur ein bisschen, es nimmt mir den komplett, weil der erste Horn einfach alles synchron im Boden fährt. Es ist ja keine Schwierigkeit, an dem mehr vorbeizukommen. Ich habe so einen Geschwindigkeitsüberschuss, das ist absolut nicht normal. So, hier. Gut, jetzt habe ich ein bisschen weggeschubst, aber dennoch, ich war trotzdem schneller. Junge, 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 Junge. Gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass er erstmal so ein Biest ist hier im Spiel. Oh, einmal kurz angeeckt, alles cool. So krass, wie du den um die Kurve heben kannst, Alter. Das ist das geilste Rallycross-Auto. Jetzt mal mit Abstand, kein Mist, ey. Der fährt sich so angenehm berechenbar und wirklich relativ einfach. Das ist der Wahnsinn. Guck mal an, das ist ja nicht normal. Ja, genau. Ich glaube, der erste Volt hat so ein OP-Problem. Vor 2004 kommt dann, ist er nämlich auch bei den OP-Fahrzeugen dabei. Da ist er nämlich im Mixed Offroad Dirt, nämlich auf der Dirt-Straße, nämlich auch asozial schnell. Komm, nächstes Juice 2. Nope, Juice 2 machen wir nicht. Nee, also Juice 2 habe ich einmal gespielt. Es ist echt kein gutes Spiel, leider Gottes. Stimmt, der Hooning in der Spawn vor 2004 ist ja noch krasser. Stimmt, der ist ja komplett OP. Den brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht in Auge fassen. So, letztes Rennen. Dann dürften wir gleich auch die X-Games freigeschaltet haben, die letzten, die Finalen. Die werden wir dann gleich auf jeden Fall fahren. Fahrzeugliste und Tuning von Juice 2 ist gut, ja, aber das Drumherum ist echt Katastrophe leider. Also die Präsentation, die Optik und allem, oh, das ist echt, ich kann, bei Juice 2 habe ich echt immer meine Schwierigkeiten, ey. Oh Gott, oh Gott, oh, pff. Das war schon, Alter, meine ganze Frontschussstange ist weg, Junge. So ein schöner Rallycross-Start, wie man ihn gewohnt ist, ey. Der Evo ist auch komplett klump.
Über Winterclub habe ich mal nachgedacht. Wartet ab, wenn Ops kommt. Das wäre natürlich dann nicht nur ein Let's Play für 3 Tage, für nächste Woche, sondern wenn länger, ne? Oh, mein Motor gibt einen Geist auf. Das ist nicht gut. Ich fliege hier einfach durch. Wieso? Es ist wie, fühlt sich an wie Cheaten. Ich muss auch sagen, mit einer Club 3 muss ich sowieso mal nachholen, weil ich habe es noch nie durchgespielt. Ich habe es früher mal angespielt, aber ich habe damals in der Zeit, wo es rauskam, hatte ich dann, glaube ich, keine PS2 mehr. Oder was war? Irgendwas war, auf jeden Fall hatte ich keine Möglichkeit zu spielen zu dem Zeitpunkt. Oder habe es dann auch damals verplant, nicht auf dem Schirm gehabt, als ich klein war. Und das muss ich natürlich dringend nachholen. Deswegen, das wäre natürlich für den Stream gar nicht mehr so kacke. Aber da muss ich erstmal, wie gesagt, ich muss mit dem Emulator mal ein bisschen rumspielen. Genau, wir haben Winterclub of Angels haben wir mal durchgespielt als Let's Play. Das haben wir schon mal, da habe ich schon mal Let's Played, ja, komplett. Aber den dritten Teil noch nicht. Aber da muss ich, wie gesagt, ich guck mal die Tage, ich schaue mich mal ein bisschen mit dem Emulator, versuche mich mal reinzufuchsen. Dass ich den vernünftig zum Laufen kriege, aber das ist ja immer so ein bisschen eine Sache, dass die Dinger auch in der Geschwindigkeit und allem und Optik und allem passen zu damals. Damit sich das auch spielt wie früher. Da muss ich mal einen Blick reinwerfen, aber das kriegen wir sicher hin. Ich habe PS2-Spiel mittlerweile sowas leicht zu emulieren. John Hamilton komme ich jetzt gerade nicht so gut vorbei. Das liegt auch daran, weil ich ja am Anfang so viel Zeit verloren habe. Come on. Komm, fahr. Alter. Ich krieg halt gerade keine Lücke neben ihm. Das ist das große Problem. Jetzt hat er aufgemacht. Das war jetzt seine Schuld. Hat er Takt auf die Tür gespielt. Mich, wenn man, so wenn ich im Nachhinein das Angel, mit der Club of Angels spiel, finde ich die Fahrzeugauswahl, das Tuning und auch die Story immer noch sehr geil. Das Einzige, was mich stört, ist das Fahrzeugverhalten. Weil alle Fahrzeuge im Spiel so, ich sag, boah, von den Proportionen ein bisschen off wirken. Und diese weiche, schwabbelige Fahrwerk haben. Also alle Wagen neigen sich so stark, die haben so stark, die verwinden sich so stark. Das wirkt halt nicht realistisch. Das ist das Einzige, was mich stört, dieses Fahrzeugverhalten, dass sie nicht, dass sie zu weich sind vom Fahrwerk optisch. Das ist mein größtes Problem. Das 4 würde ich mir nicht holen, nee. Ich würde das Geld lieber eher für 1, 2 und 3 ausgeben, muss ich sagen. Da sind dort 1, 2 und 3 bessere Empfehlungen. Zumindest meiner Meinung nach. So, wir haben die X-Games frei, die Finale. Die werden wir natürlich jetzt mal gleich wunderschön angehen. Die werden wir uns jetzt mal gönnen. Und ich glaube, wir werden auch die Klassik-Autos fahren, beide. Das werden wir, glaube ich, dafür werden sie nutzen. Du hast die Qualifikation für das wir haben noch Rallycross gewinnt fahren. X-Games von Amerika. Nice, nice, nice. Leider gibt es den, Escort leider nicht als Trailblazer, das wäre geil. So, wir fahren das Finale. Das Finale. Also zumindest Finale hier im Spiel eigentlich. Also, es gibt auch keine mit Great Change und sowas. So, Land Rush müssen wir uns auf jeden Fall... Oh, Land Rush haben wir diesmal Buggies. Die sind mir, stimmt, wir sind auch gar nicht einmal bisher im Spiel Buggies gefahren. Wir haben die Klasse komplett übersprungen bislang. Hm. Wer ist denn davon am besten? Und er hat geile Beschleunigung, ne? Ja, komm, wir holen uns direkt den Silverado. Wir holen den Silverado. Ich bin kein Buggy-Fan. Ich hole mir lieber die Dinger, die Trophy Trucks. Wir holen lieber Trophy Trucks. Ich bin kein Buggy-Fan in keinem Spiel. Ich mag keine Buggies. Ich will die optisch nicht ansprechend. Deswegen fahren wir schön Trophy Truck. In Camp Blockstyle, komm. In Camp Blockstyle. Einmal wählen. Halbfinale Trailblazer. Wir haben auch nicht mehr viel Cash, also ich könnte jetzt eh nichts mehr. Doch, wir können auch upgraden. Ah, ne, können wir nicht. Die nicht mehr. Okay, bis hierhin geht noch. Wir können den Evo 10 fahren, aber den sind wir ja schon mal gefahren, ne? Ja, ja, den sind wir ja schon mal gefahren. Ja, komm, fahren wir den alten Subaru nochmal. Fahren wir den alten Subi nochmal, komm. Hol mal den nochmal raus dafür. Mit der da nochmal Abschluss gefahren und hier unten fahren wir den RS-Spawner, weil ich da Böcke drauf habe. Fahren wir diesmal einen anderen Livery. So, dann passt das doch. So, alle Autos gewählt. Ab geht's zum X-Games-Finale. Letzten X-Games der Karriere. Zu den Trash-Rennspielen bin ich mal überlegen, mal wieder was zu machen, ja. Hey Lukas, das ist da kommt mal ab und an noch was zu. Solange du einen Bogen um diese Chilis
So, Trophy Trucks und Buggy sind wir noch gar nicht gefahren in der Karriere. Das erste Mal, dass wir die jetzt fahren, sind im Finale der X Games. Das kann man so machen. Sieht sehr geil aus, das Silverado, ne? Ja, ich wollte nicht bei den normalen Rallycross-Events fahren. Bei den X-Games geht's, weil die X-Games einen höheren Schwierigkeitsgrad haben. Da fliegt schon der erste ab. Und der nächste. Ja, die X-Games haben einen höheren Schwierigkeitsgrad. Da kann man den schon nehmen, weil die KI schneller ist. Tschö, tschö, Ananas. Tschö, tschö. Ah, fuck it. Okay, das Wasser ist böse. Trophy Tax hatten wir schon? Nee, Trophy Tax hatten wir noch nicht. Wir hatten die Baja, die Wait-Dinger, die Wait-Fahrzeuge hatten wir. Trophy Trucks sind wir noch nicht gefahren. Suicide Crew 2 kommt noch, wie das auf so ein, was ich mag, was ich nicht mag, Video kommt, muss ich mal gucken. Muss ich mal schauen. Momentan Dritter. Wir müssen ja in Top 4 werden. Top 4 reicht ja schon. Boah, ich mag auch die Trophy Trucks mag ich vom Fahrverhalten auch überhaupt nicht. Ne? Dieses Rumgeschwanke und Rumgerutsche, das ist echt so. Junge! Das ist so eine Sache, wo ich überhaupt nicht mit klarkomme. Ich mag dieses Fahrgefühl nicht von so einem Wagen, der einfach so behäbig in alle Richtungen hämmert. Ich mag diese Klassen nicht, ey. Buggy finde ich ja noch schlimmer, die Trophy Trucks sind auch noch so irgendwie okay, aber ich bin ja trotzdem kein Fan von dem Spiel. Come on! Oh, da hat sich gerade jemand weggeworfen. Jo. So, schon mal Zweiter. Jetzt müssen wir noch in die Katie reinkommen. Obwohl, wie gesagt, ist ja egal. Das erste Rennen, wir müssen nur Platz 4 werden. Also alles. Und mein Seitenteil hat sich einfach abgelöst. Das macht Sinn. Tschüss, Seitenteil. Die kriegen wir noch, irgendwie. Oh, oder ich schmeiß die Karre auf die Seite. Dann nicht. Ah, fuck it. Wir haben einen leichten Radschaden. Ja, einen leichten Dachschaden haben wir auch. Aber das hat mit dem Wagen nichts zu tun. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Andere Baustelle. Ruhig, jetzt hier so stark auf. Ich bin gerade die Karre gerade in die Wand gehämmert, Alter. Was macht die Frau da vorne? Du hast die Strecke viel zu eng zu fahren. Ah, nicht wegdriften. Die Tür zum Sieg steht weit offen. Da machst du mal ein bisschen weiter auf. Ich sehe sie noch nicht. Boah. Einer weniger. Das Auto ist ruiniert. Der ist ein Bösewicht. Ich werde die, glaube ich, nicht kriegen, die Runde. Ich habe mit dem Wagen mehr zu kämpfen als alles andere, glaub mir. Oh, oder ich schmeiß die Karre weg? Na, ich bin auch fast dabei. Ich komme zwar ran, aber... Na, oder? Na. Ja, dann lass die Tür doch nicht offen, wo du gerade meinst, die Tür zum Sieg steht offen. Dann mach die Tür halt zu. Kannst du dich beschweren? Ja, es zieht. Ja, die Tür ist offen. Ja, das wusste ich nicht. Du hast gerade erwähnt, dass sie offen ist. Alter! Ich drängt einen aber auch gar kein bisschen ab oder so. Ich bin dran. Ah, leichte Berührung. Ich bin innen. Ah, Lücke genutzt. Nein, ich rutsche zu weit raus. Ach, oh klar, hör auf, Spiel. Absolut fairer Sieg, mit mehrfach angeschubst und allem, aber alles super. Puh, oh, ich mag diese Klasse nicht. Das fährt sich so unkontrolliert. Ich hab kein Fahrgefühl richtig. Ich komme da nicht so ganz drauf klar. Ich kann das Fahrverhalten irgendwie nicht richtig einschätzen. Das ist mein großes Problem damit, glaube ich. Na gut, Trailblazer in Utah. Halbfinale. Gucken wir mal, was unser SDI da wieder so rausholen kann. Ist ja relativ ausgewogen, die Kiste auf jeden Fall. Utah, das wird der absolute Hammer. Dieser Fahrer könnte der nächste.
Ja, endlich werden wir mal im Spotlight gezeigt. Danke. So. Ich liebe die Optik, ne? Also die, plus die Lackierung, das ist schon ein sehr, sehr geiles Gesamtbild. Das muss man sagen. Das gibt schon einen Daumen hoch von mir. Ich glaube, der Rucker war echt zu spannungsbar. Einfach um die Spieler nochmal so verunsichern. Ja, wenn wir wollen, Rucker ist im falschen Moment, du hast verloren. Überleg's dir. Jo, Lieblingsdisziplin. Ich liebe Trailblazer. Bruder hat hier mal vor mir Scheiße gebaut. Der ist sehr langsam. Und er hat die Karre gerade geklickt. Okay, er hat sie gerade umgebracht. Tschüss. Okay. Bye, bye. Ich hoffe, ich... Okay. Ja gut, dann halt nicht. Er hat sich gerade auf die Klippe runtergestürzt vor uns. Bin ich so ein schlechter Fahrer, was Überholen angeht? Junge, Junge, ey. Vollgas, schaffen wir, come on. Führen hier momentan relativ easy. Also der erste Sektor war schon mal sehr, sehr gut. Gucken wir also im zweiten das Ganze wiederholen. Ein bisschen weit raus. 5,5 Sekunden, yo. Das ist ja kein Sieg mehr, ich zerstöre. Das hat ja schon nichts mehr mit Siegen zu tun. Das ist einfach nur noch auseinandernehmen. Das Vorführen. Das sind die X-Games, hier sind die besten Fahrer dabei. Scheiß. Wo sind die besten Fahrer? Ich möchte sie sehen. Hier sind sie nicht dabei, eindeutig nicht. Die sind in einer anderen Startergruppe. In dieser Gruppe sind sie nicht, eindeutig nicht. So, mal gucken, wie viel wir jetzt haben an Vorsprung. Ah, 8,2 Sekunden, Alter. Was machen die dahinter? Fahren die Spazierfahren oder fahren die noch... Alter, ist ja nicht normal. 8,2 Sekunden. Ich meine, betonen, wir sind die letzten X-Games. Der Schwierigkeitsgrad kann nicht höher sein in diesem Spiel. Wir spielen auf dem Maximalen. Das ist irgendwie nicht so herausfordernd, wie ich mir gehofft habe. Aber sieht auch daran, weil der Subi echt so entspannt zu fahren ist. Ich meine, ich bin das letzte Stück jetzt gerade nicht einmal mehr vom Gas. Ich bin die ganze Zeit Vollgas am Fahren. Das wird bis zum Ziel locker durchgehen. Komisch, das werde ich höchstens gewonnen haben. Hm. Ich habe eine 2,54. Was haben die jetzt? Eine 3,10 am Ende? Ich sehe sowas kommen in die Richtung, Alter. Bin ich gespannt. 3,3. Ja, gut, entspannte 9 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Alter. Gegenüber dem zweiten. Nicht gegenüber dem fünften. Gegenüber dem zweiten. Alter, das war ja keine Herausforderung gerade. Aber die Strecke war auch nicht schwierig zu dem, dementsprechend. So, Finale in L.A. Dann haben wir die ganzen großen Namen dabei. Dave Murray, Travis Pastrana, Tanner Faust, Cam Block. Hey Lukas, das ist L.A. Du fährst auf Staubpisten und auf Asphalt. Also achte auf die Übergänge und verliere nicht den Grip. Murray ist auch dabei. Kennst du, wenn der Cam Block einfach noch im letzten Rennen deiner Karriere nochmal erklärt, was L.A. ist? Obwohl du das erste Rennen hier gefahren bist? So, gucken wir mal. Die letzte X-Games war, die Rallycross-Meisterschaft war ja hier relativ lustig, weil es einfach komplett in Destruction Derby geendet ist. Ich hoffe mal, dass die Jungs diesmal ein bisschen mehr die Strecke und vor allem die Autos in Ruhe lassen. Alter, ich sehe nur Subaru, 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 Subaru. Subaru! Ah, weit, 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 weit. Oh, fahr! Das ist eine kleine Macke in der Heckstoßstange. Ich kann dir gerne ein paar Aufnahmen von deinen Rallye-Etappen zeigen, dann weißt du, was schlimmer aussieht. Wusa, mein Freund, Wusa. Oh, Junge!
Oh oh, oh oh. Ich habe keinen Block getötet. Okay, das machen wir nochmal. Ohne keinen Block umzubringen vielleicht. Passiert im Affekt. Manchmal bringt man einfach andere Leute um. Das passiert manchmal. Du hast da keine Kontrolle drüber. Ich gehe vielleicht mal sicher vom Gas, ohne ihn wegzuschmeißen. Oh Gott. Dafür bringt mich Tenner Faust fast um. Nice. Und ich habe keinen Block trotzdem umgebracht. Ach ey, Mann, ey. Sorry, Antenna Faust und kein Block, das ist echt nicht so absichtlich gewesen. Mann, ey, scheiße. Naja, so entsorgt man auch Konkurrenten. Den einen auf Sach springen lassen, den anderen rumdrehen. Gucken, was mit Travis Pastrana und Dave Miro jetzt anstelle. Woho, es ist doch halt ein Rätsel. Los, tritt das Gaspedal durch, Kumpel. Kill or be killed, ja. Habe ich sehr wörtlich genommen. Ich feiere gerade sehr rapier. Okay, das wäre ja kein Takt auf der Tür mehr, Alter. Der hat die Tür für mich aufgetreten. Hoppala. Da ging das Heck mal in die falsche Richtung kurz. Ah, zu weit. Aua. Okay, wirklich schon wieder Vierter. Ach, krass. Lukas, ich bin wohl doch nicht unschlagbar. Na, ich habe dich ja gerade geschlagen. Ah, come on. Oh, da war eine Lücke, ich habe sie gesehen. Ich muss Zeit gut machen. Ja, ich weiß nicht, du bist irgendwie so mehreres Mal vor aufs Dach gesprungen. Das kannst du nachher aus, Alter. Die Kacke ist halt echt krumm deswegen. Mein Sieg ist so gut wie sicher. Sag, Dave, wenn ich mit 2 Meter Abstand hinter ihm gefahren bin. Ah, aber ist jemand sehr übermotiviert. Hopp, und hinten drauf. Frag deinen Teamkollegen, die haben eindeutig gesehen, dass ich das nicht machen werde. War deine Gegner so rum, Teamkollegen. Und Stoßstange im Gesicht. Puh, come on. Leichte Berührung. Noch eine. Gib kein Drehbuch, hör auf, wenn ich jetzt mach da einfach mal ein bisschen mehr Platz, dann fahre ich da auch nicht konsequent. Ey, wo kommst du jetzt her? Konsequent die Karre. Oh, Lücke, 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 wird genutzt. Fuck, 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 zu weit quer. Und kein Block ist dritter. Das möchte man mir überlegen, ich habe den gerade rumgedreht gehabt. Wie ist der wieder auf Platz 3 vor? Sehr gut. Ja, doch noch funktioniert die ganze Aktion, nachdem ich gerade die Hälfte des Fahrerfelds umgebracht habe. Mein Gott. Für einen. Ich sag mal, für einen. Mir fällt der Name gerade. X-Games-Sieg, das war's. Da muss man mal ein bisschen was für tun. Ist ja kein Zuckerschlecken hier. Umgedreht, komplett abgeschossen, trifft's eher. Ja, okay, ist ja gut. Komplett abgeschossen. Von mir aus, ich habe keinen Block. Komplett abgeschossen. Wollte das eher hören. Kein Block schießt sich gerade im Hintergrund wieder selber ab. Das war ich nicht mal schuld. Hey, Lukas. Ist gerade im Hintergrund ins Bild geflogen. Und die dazwischen wird einfach vergessen. Und nun das wahre Genie, Travis Pastrana. Leute, ist es ein Vogel, ein Flugzeug? Nein, es ist ein Block. Und schließlich der Meister persönlich. Dieser Kerl ist der Beste der Welt. Wie bei ihm sind noch viele Jahre gewesen. Er ist einfach unglaublich. Diese Präsentation mal, die hat Dirt nicht mehr leider. Leider Gottes, Dirt 4 hat so eine Präsentation nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Das ist nicht ultra aufwendig. Aber es macht super viel Unterschied, was die Atmosphäre angeht, finde ich. Aber leider haben wir sowas nicht mehr. Leider gibt's sowas nicht mehr. Du hast ein paar coole neue Lackierungen freigeschaltet. Dankeschön. Glückwunsch. Die Veranstalter schicken dir für deinen Sieg bei den X-Games einen Rallye-Wagen in Sonderausführung. Freu dich. Ich finde gut, man kriegt ein Rallye-Auto. Ein neues Fahrzeug ist freigeschaltet. Nice. Ich meine, wir kriegen ein Rallye-Auto für die X-Games, wo nicht mal eine Rallye-Etappe dabei war. Sieg. Du hast den Titel bei
bei den X-Games von Amerika geholt. Danke, 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 danke. Du wurdest zum Gedenkevent für Colin Ray eingeladen. Mega geil. Das Rennen liegt mir sehr am Herzen. Der Kerl war eine Legende und das ist sein Rennen. Das fand ich, als ich das im damaligen Spiel drin gesehen habe, ne, kriege ich es immer noch, habe ich damals echt Gänsehaut bekommen, weil das finde ich seitens Codemasters eine sehr, sehr krasse Geste. Das ist auch eine sehr schöne Geste. So, als Abschluss sagen, okay, hier, das ist ja der letzte Teil, das ist der letzte Teil, der den Colin McRae Namen drin hatte. Danach hieß es nur noch Dirt. So als Abschluss-Event, nachdem man die Hauptdinger hier oben abgeschlossen hat, nochmal so ein Gedenkrennen an Ken Block. Und das finde ich super, super nice. Das fahren wir natürlich jetzt auf jeden Fall. Das fahren wir natürlich jetzt auf jeden Fall. Das ist natürlich Pflicht. So, geht auch nur im Escort. Lackierung kann man, glaube ich, ändern, aber ich glaube, das wollen wir gar nicht. Ich glaube, das wollen wir gar nicht. Ne, den lassen wir mal schön im Original trimmen und gehen damit zu den Gedenkrennen für Colin McRae. Die Colin McRae Challenge. Jetzt reicht die Namen, ne? David Coulthard, Ari Vatanen, Alistair McRae, Valentino Rossi, Jim... Voll geil. Da finde ich die Gegnerwahl super, super geil. So alles Ikonen. Es sei denn, da wirklich solche ikonischen Fahrer dabei ist, wie David Coulthard, Valentino Rossi, dann die, ich glaube, die Geschwister von Colin McRae sind das, Alistair McRae und sowas, oder? Oder Vater, ich bin mir nicht sicher. Vater und ich, auf jeden Fall verwandt, ich bin aber gerade nicht sicher, in welchem Verhältnis. Oh, für Ken Block, für Colin McRae, sorry, dann habe ich das falsch ausgedacht. Sorry, natürlich für Colin McRae Gedenkrennen. Mein Fehler, sorry. Das heißt so geil, Ari Vatanen und David Coulthard hier in dem Rennen. Alter, wie geil das bitte ist. Man muss die auch gefragt haben. Die haben ihre Namen aber relativ... Ich denke mal, da war kein Thema, die da zu sagen, ey, wir würden auch ihren Namen da gerne bei so einem Gedenkrennen drin haben. Finde ich ganz cool. Alistair McRae ist der Bruder und Jimmy McRae der Vater. Okay, danke schön. Dann fahren Vater und Bruder hier auch mit. Und solche Sachen, ne, sowas fehlt, also nicht solche Events fehlen jetzt bei Dirt ungemein, aber grundsätzlich diese Kleinigkeit, diese kleinen Details und Anlehnungen und sowas, sowas fehlt mir in Dirt einfach nur. Mittlerweile wirkt das einfach nicht mehr, es wirkt mir zu leblos, es hat nicht mehr diesen Charme, dieses, es möchte was Eigenes sein, was präsentieren, das finde ich super geil. Auch hier die ganze Zeit Colin McRae Vision überall, die Plakate und sowas. Es wirkt zu leblos, es ist mittlerweile einfach noch ein wildes Rennen nach Rennen fahren, das ist... Das ganze Drumherum ist mir leider ein bisschen abhanden gegangen über die Jahre jetzt, leider Gottes. In Kuppe. Leicht rechts, mittel links. 80, mittig, Kuppe. Leicht links, 60. Mittel links, innen. 60, scharf links, 40, mittig. Scharf links, lang in scharf rechts. 40, Kuppe, uneben. Ah, fuck, da hab ich mich eingedreht. Das wird Zeit gekostet haben. Dann ging mir das Zeck leider ein bisschen weit rum, weil wir haben ja wunderschönen Hackertrieb hier im Escort. Und leider kein Allrad. Deswegen natürlich ein bisschen zickig das Ganze. Mittel rechts, bergauf, leicht links. 100 scharf links, macht zu lang, nicht schneiden. Stimmt, die F1-Spiele haben ja so legendäre Momente, diese so historic Events, ne? Das hat Dirt ja auch nicht. Sowas ist ja auch cool. Das Lizenztechnisch ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem. So, mal gucken. Ich glaube, der Fehler wird mir den ersten Platz gekostet haben, denke ich mal, oder? Weil da, ich habe schon viel Zeit durch den Querstell verloren. Okay, ne, gut, sehr gut. Ja, die Escorts drehen ultra hoch. Die haben echt Hochdrehzahlmotoren. So, zweite Etappe. Es geht nach Kroatien. Ich glaube, es gibt auch kein Geld für die Challenge, Mann. Ich glaube, die Challenge gibt wirklich nur EP. Ich meine, es gibt kein Geld für die Colin McRae Challenge am Ende. Was ich voll okay finde. Ich glaube, es ist wahrscheinlich... Hey, Lukas,
Nee, da kommt mir da will keiner ins Feld zu kommen, nein. Hier steigen die coolsten Partys. Okay, dieser Fahrer ist der Favorit auf den Sieg. Ich fürchte, die anderen sind geschlagen, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. So. Zeigen wir es den anderen. Dann schauen wir doch mal. Der fährt sich auch sehr geil, der Escort, muss ich schon sagen. Also man kann ihn schon sehr nice ums Eck prügeln. Oh fuck, oh Gott! Hoppala! Okay, der ist einmal Kernschrott. Ich brauche einen neuen Escort. Den kann man schon geil ums Eck prügeln, sagte Lukas, während ihn wirklich ums Eck geprügelt hat. Ich mag nebenbei bei den alten Dirt-Teilen die Crash-Physik. Die ist echt ein Träumchen, Alter. Da reißt so viel Scheiße an der Karre ab und der Wagen beschlägt sich so brutal. Ich habe damals halt so viele einfach nur Unfälle gehabt, was einfach geil aussah. Muss ich einfach sagen, aber ja. Oh, fuck it, come on. 60, kehre links, nicht schneiden. Ja, es gab gleich einen Abspann mit Colin McRae und allem, ja. 100, mittig. So, come on. Ah, das war zu weit, ja. Und er hat gesagt, nicht schneiden und ich fahr voll in die Wand rein. In Mittel rechts, Mittel links. Leicht rechts. Ja, Führung haben wir momentan, das wird aber jetzt gerade mit dadurch ein bisschen weggenommen worden sein, glaube ich. In leicht rechts. Schön an der Wand lang, ein bisschen Schrappen ist okay, paar Macken in der Karosse, das gehört dazu. Dein Gebrauchsobjekt, kein Museumsfahrzeug hier. Oh, das war knapp mit dem Felsen. Das wäre auch kein Museumsfahrzeug danach mehr gewesen. Der wäre frei für die Schrottpresse in dem Moment. Leicht rechts, in leicht links, innen. Baby. Oh, Vollgas. Mittel links 60. Sprung, mittig 80. Nee, fühlt immer noch. Okay, alles super. Alles super. Mittel links, nicht schneiden, 80. Schnell links 60. Leicht rechts 40. Leicht links in leicht links nicht schneiden. Puh. Schnell links in leicht rechts. Opa, la 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 la, da liegt er fast. Komm, kipp wieder gerade. Ja, weiter geht's. Alles gut. Dankeschön. Direkt vor uns hat's gekracht. Dankeschön, Destroyer. Willkommen im 14. Monat. Mit. Ne, normal 14. Monat. Aber Dankeschön auch hier. 14. Danke. Willkommen im 14. Monat. Danke für den Resub. Ja, habe ich jetzt gut Zeit verloren, aber ich führe immer noch, trotz Abgang in die Steinwand. Kuppe leicht links, macht zu. 40, mittel links. 40, kehre links, nicht schneiden. 60, leicht rechts. Oh Gott, oh Gott. Ich will ihn hier eigentlich nicht anschubsen, aber er ist mir leider echt ein bisschen im Weg gerade. Weil da werde ich jetzt gerade ein bisschen Zeit mit verlieren, dass ich den hier vor mir habe. Unbekannten Namen, wer ist Archivator, nie gehört. Nö, kann ich nicht. Sagt mir rein, gar nichts, dieser Mann. Nein, Quatsch. Und nochmal reingefahren, sehr gut. So, ein letzter Lauf noch in der Economic Great Challenge. Ein letzter. Ich glaube, letztes Mal Malaysia oder was fahren wir? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, letztes Mal Malaysia, oder? Ja, Malaysia ist Finale. Okay. Hey Lukas, willkommen in Malaysia. Ein absolut unglaublicher Ort. Das stimmt. So. Wir gewinnen. Kuppe uneben. Dann
dann Kuppe uneben. Dann große Kuppe. 40 mittel rechts, macht zu bis scharf rechts. Wir müssen ja nicht mal mehr gewinnen, weil wir haben ja einen guten Punktevorsprung durch zwei Siege. Trotz dessen... Oh, schmeißen wir die Karre einfach komplett weg. Okay, Neustart. Ist es doof mit Heckantrieb, wenn du vorne dich in eine Wasserpfütze eingräbst, weil das Heck schmeißt dich dann natürlich in alle Himmelsrichtungen. Dann Kuppe uneben. Dann große Kuppe. 40 mittel rechts, macht zu bis scharf rechts. In scharf links, sehr wellig, 40. Na, so war gut. So haben wir nämlich... Dario Franchitti, fährt noch jemand anders mit? War der gerade auch schon mit? Ne, der war doch gerade nicht dabei beim anderen Lauf. Schnell links, Achtung, große Kuppe, Sprung. Der war aber nicht gerade beim Lauf davor bei, dabei, glaube ich. Oder vertue ich mich jetzt? 40, scharf links. Noch jemand dabei? Okay, gut, neuer. Ja, gut. In Mittel links, über Kuppe. Oh, come on. Nein, 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 nein. Oh, Junge. 40, Mittel. Puh, die Stage wird mich ein bisschen Probleme bereiten. Ich habe ein bisschen zu kämpfen mit dem Kollegen. 120. Achtung, große Kuppe, Sprung in Kuppe. 80. Welle, Mittel links bei Aufsteller, in Mittel rechts. Okay, Platz 3 momentan, Platz 4, aber Rückstand locker einholbar. 100. Ist noch im Rahmen. Kuppe, mittig 80. Weil wir hatten jetzt relativ viele Fehler, dafür ist der Rückstand noch voll okay. In scharf rechts 60. Wir sind ja jetzt gerade ein bisschen flotter geworden. Mittel links in Mittel rechts. 60. Mittel rechts in Mittel links. Innen in leicht links. Ach, innen. Ja, da, komm schon. Lang in Kuppe, dann Sprung. Boah, juckt. Nicht gut. So, weiter geht's. Wir spielen immer so voll konzentriert, wenn es dann irgendwo anfängt zu jucken, nichts. So, nein, nicht gut, nicht gut. Ich habe jetzt keine Zeit, mich nicht in die Konzentration weiter zu konzentrieren. Oh, come on. Gucken, ob wir Zeit aufgeholt haben. Ich hoffe es doch. Ja, und wie? Sehr gut. Gedreht das Ganze. So, werden wir das sehen. Ich mag den Escort echt gerne, der fährt sich sehr angenehm. Also ich habe mit dem Ding echt meinen Spaß. Ich finde den sehr, sehr nice, muss ich sagen. Sprung in leicht links. 60. Kuppe, Wasser, 40. Ich muss sagen, zum Beispiel Dirt 1 finde ich, spielt sich mittlerweile aber relativ schwierig, weil du einfach merkst, dass die Fahrphysik damals noch nicht so, ich sag mal, modern war. Die Wagen haben noch so ein ganz komisches Verhalten, wie sie sich auf dem Boden verhalten, hier bei dem Wagen. Aber bei Dirt 2 siehst du schon viel mehr, wie das Fahrwerk arbeitet, wie der Wagen sich auf Untergründe neigt und sowas. Das ist bei Dirt 1 ja noch viel, viel weniger. Da wirken die noch so ein bisschen, als würden die über dem Boden schweben, als hätten die keinen richtigen, ich sag mal, Kontakt mit dem Boden. Nichtsdestotrotz spielt sich immer noch super gut, aber man merkt halt schon den technischen Unterschied zwischen 1 und 2. Dass sich da viel getan hat in der Entwicklungszeit. Ja, auch gut, auch grafisch natürlich. Dirt 1 hat noch so einen komischen Grafikschimmer drauf. Leicht rechts, leicht links, innen. 60 durch Wasser. Links halten, über Kuppe, 80. Mittel rechts lang, durch Wasser, macht zu, in Mittel links bei Aufsteller. 80 bis Ziel. Puh. Genau, das 1 war noch sehr simulationsartig, stimmt. Das stimmt, das stimmt. Der 2 und 3 waren deutlich mehr Arcade-Ableger, das stimmt. So. Ja, und damit haben wir die Economic Great Challenge auch gewonnen. Sehr gut. Und wie ihr seht, es gibt dafür kein Geld. Es ist halt einfach so eine, so ein... Finde ich ganz cool, dass sie gesagt haben, okay, es ist ein Gedenken an ihn, da brauchen wir kein Geld für ausschütten. Finde ich interessant. Und der alte Subi kriegen wir. Super, super geil. Super, super nice. The minute I saw him in a rally car, you could sense this was somebody who was destined to be world champion. Let's go, I wanna go.
World Rally Champion is, you know, something that no one would believe could have happened. I am a mountain, I am the sea. Colin McRae hat meine Karriere sehr beeinflusst. Du hast ihm alle Ehre gemacht. Ja, ich dachte, da werde ich mich gerade mal auslassen, einfach wir kennen. Ich denke mal, das war am fairsten für das Video. Das, wie gesagt, das Ende finde ich sehr, 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 sehr stark seitens der Codemasters, Leute. Zu sagen, okay, wir machen dann nochmal so ein krasses Ende. Das finde ich, fand ich schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr geil. Also das Daumen hoch von mir. Also das, wie gesagt, das war ein schöner Abschluss mit der Colin McRae Lizenz, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ab der 3 haben sie sich abgetreten. Bzw. nicht mehr weiter verwendet. Was ich aber auch ganz okay finde, zu sagen, okay, zu Lebzeiten haben wir halt die Spiele für den gemacht, jetzt ist halt nur die, ohne den Namen. Vor allem, dass halt nicht so weiterverwurstet wird. Es gibt viele Leute, deren Namen halt einfach auch wohl nach dem Tod noch weiterverwurstet werden. Und das ist ja Gott sei Dank hier nicht der Fall gewesen. Und das ist, denke ich mal, ganz gut so, dass das dem so passiert ist. So, ich habe eigentlich noch Bock auf ein schönes Rallycross-Event. So, wo fahren wir denn mal? In London sind wir eigentlich schon viel gefahren, ne? Japan könnten wir nochmal. Wir fahren nochmal ein schönes Rallycross in Japan. Was fahren wir denn mal? Welches von den beiden? Ist eigentlich scheißegal, ne? Ah, hier werden Autos. Ah, hier sind Autos vorgegeben. Hier sind Autos vorgeschrieben. Ja, komm, machen wir mal mit vorgeschriebenen Autos. Machen wir das mal. Obwohl, nee, warte mal. Ich will eigentlich. Nee, stimmt, ich will gar nicht Rallycross. Ich will Rally fahren. Ich will unbedingt Camp Lock Subi fahren. Wo fahren wir denn mal schöne Rally? Eigentlich muss es in Malaysia wieder sein. Eigentlich habe ich wieder Bock auf Malaysia, aber da sind wir jetzt schon so oft gefahren. Aber oh, komm, scheiß drauf. Da Malaysian Rally. Genau. Da ist der Escort nur vorgeschrieben. Wir fahren die hier. Komm, das machen wir. Weil ich will den Subi fahren. Ich will den Subi fahren. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, genau. Schön den alten Subi. Colin McRae Subi. Mein Gott, Alter. Ich spreche mich immer hier. Es ist echt schlimm, weil Ken Block dir konsequent in der Fresse hängt hier im Spiel. Entschuldigung, Colin McRae Subi. Ich möchte Colin McRae Subi fahren. Es tut mir sehr leid. Ich habe hier Verwechslung. Das tut mir sehr leid. Ich wollte das nicht. Sorry, Leute. Ich meine natürlich Ken... Colin McRae Subaru. Meine Fresse, Alter. Jetzt habe ich es aber auch, ne? Jetzt haben wir es aber richtig drin. So. Weil dann machen wir nämlich diese Rallye heute zum Abschluss. Ist heute ein bisschen kürzerer Stream, aber sind wir ja mit dem Hauptspiel soweit durch, mit allen wichtigen Sachen. Die Rallye machen wir noch, die 3 Stück. Und ja, weiter geht's am Dienstag. Dienstag 18 Uhr. Wartet ab, da geht die nächste Let's Play-Reihe weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Heute ist der Wurm drin. Mir ist aber auch ultra warm, ey. Heute ist mein Kreislauf auch nicht so auf der Höhe, wie er sein müsste. Oh, dieser Klang, ne? Und die Leistung, Junge. Boah. Junge, geht der gut. Genau, wie gesagt, die Rallye machen wir noch heute. Und dann sehen wir uns Dienstagabend wieder im Stream. Wenn ihr Bock drauf habt. Oh, die Bremsen sind da nicht so gut wie die Beschleunigung. Holy shit. Boah, das war knapp. Das Dienstag kommt, seht ihr dann. Einfach die Tage das Stream-Pausen-Bild im Blick halten. Dann seht ihr, was kommt. Und den Titel. Das werde ich über die Tage wunderschön ändern. Dann seht ihr, was als nächstes hier auf Twitch kommen wird. Puh, ich komme halt ein bisschen weit raus, aber ich rette die Situation aber noch ganz gut, ohne die Karre einplanken zu lassen. Ey, ist ganz angenehm. Kann gern so bleiben.
Weil, also Handling ist geil, Beschleunigung auch. Bremsen könnten einen Tacken kräftiger sein. Die wirken mir ein bisschen lasch, aber ist schon okay. Super geile Kiste, Alter. Sehr, sehr nice. Dritter? Wow, okay. Wo hab ich die Zeit jetzt am Ende liegen lassen? Oh, aber es war aber auch arschknapp, weil die ersten vier Plätze waren ja auch nicht mal eine Sekunde auseinander. Na gut, okay, dann müssen wir jetzt in Stage 2 und 3 was rausholen. Krass, okay, dritter Platz ist sehr unerwartet. Ich habe im letzten Sektor anscheinend ultra viel Zeit liegen lassen, weil vorher waren wir erster. Okay, na gut. Haben wir ein bisschen Zeit gut zu machen, oder Punkte gut zu machen. Ich werde es versuchen. So eine schöne Kiste, ne? 60 Kuppe, scharf rechts. Der Innenraum. Ja gut, mit unseren Würfeln und so haben wir vielleicht den Innenraum ein bisschen, ich sag mal, verschlimmbessert, aber... Ach, so ein schönes Auto. Uneben, rechts, über... Oh, okay, der Bodenwelle hat mich eher in Drift gesteuert, alles gut. Das konnte ich kontrollieren. Junge, schon wieder der Dritter. Alter. Oh, komm. Ja, Eirat regelt. Puh. Zurückgeholt, die Kiste. Ich habe ein bisschen meine Problemchen, merke ich, geschwindigkeitstechnisch. Okay, Platz 1 haben wir uns gerade mal geholt. Müssen wir nur gucken, ob wir den halten können. Das wird eher das Problem werden. Achtung, Welle bei Aufsteller. Mittel links 80. Oh! Alter, die Bodenwelle, Junge, die hat mich ja voll nach links weggehebelt. Heilige Scheiße, das war unerwartet. Kack Bodenwelle davor. Ich war ein bisschen zu weit links, dadurch hat mich die Bodenwelle voll nach links weg ausgehebelt. Die hier. Oh, ein kleines Drecksding, ey. Das hat den Supi zerlegt. Alter, okay, zeitgleich, hoppala, gut. Johnny Harrison und ich, wir geben uns ein gutes Battle hier. Zu weit. Da bin ich sehr weit rausgerutscht. Ich habe gedacht, wir könnten mit der Geschwindigkeit da durch, können wir nicht. Komm. Oh, nochmal eingeplankt, egal, nehmen wir jetzt mit. Nee, das wird kein Sieg. 60. Glaube ich nicht. Also der letzte Sektor war... Alter, ich bin ja nur kurz eingeschlagen. Warum ist die Karre denn so krumm? Was ist denn mit dem Supi passiert? Korrekter zweiter Mann. Okay, es wird kein Sieg. Die Meisterschaft werden wir nicht gewinnen, oder? War der Salem auch vorhin erster? Ich will mal auf die Punkte gucken. Das könnte jetzt eng werden im letzten Rennen, aber das überhaupt noch richten können. Aber Platz 1 überhaupt noch holen können. Ja, okay. Nee, das ist durch. Scheiße, hat er mich fertig gemacht. Das ist durch. Also der müsste jetzt vollkommen verkacken. Der müsste die Karre wegwerfen. Dann würden wir es noch drehen, aber sonst ist das Thema jetzt gegessen. Kacke. Puh, okay. Mach nichts Verrücktes, dann gewinnen wir. Gut. Letzte Runde. 40 Kuppe, uneben. Haben halt nur zwei Leute vor uns, deswegen jetzt zeittechnisch habe ich jetzt gar keine Übersicht mehr. Aber der Benzolaya müsste komplett ausfallen, damit wir irgendwie da noch rankommen, weil sonst gibt es keinen mehr. 6 Punkte Vorsprung ist schon eine Nummer. Schnell rechts, Kuppe. Das werden wir leider nicht mehr holen können. Bergab, 120 mittig. Schnell links, Achtung, große Kuppe, Sprung. 40, scharf rechts. Ich würde gerne wissen, einen Etappensieg haben. Ein Etappensieg wäre zumindest so ein Ziel, was ich jetzt auch gerne hätte. Oh, schon wieder zwei draus. Ich bin jetzt mal ein bisschen zu kämpfen, ey. Ich mag die Karre echt gerne, aber die anderen sind leichter zu fahren. Ach, schön.
Statt dass der Sulayem ausfällt, ne, irgendein anderer. Toll, das bringt mir gar nichts. Große Gruppe, Sprung in Gruppe. Achtung, da vorne. Irgendwo steht er. Wo steht denn der? Oh, da rechts im Wald, ja gut. Zwei Aufsteller im Mittel rechts. Gruppe uneben, Mittel links. 100. Gruppe mittig 80. Furt in scharf links durch Wasser. In scharf rechts 60. Mittel links in Mittel rechts. 60. Mittel rechts in Mittel links, innen, in leicht links, innen, 40 scharf rechts lang in Kuppe, dann Sprung. Mittel links in Mittel rechts bei... Ja, wir sind aber, glaube ich, diesen Lauf nicht so langsam, also vielleicht könnte es mal was werden. Okay, so weit raus wieder. Ich lass mich manchmal so weit raustreiben. Weil ich halt so lange am Gas bleiben will, dann rutschen wir halt dank dessen, dass wir Allrad haben, natürlich komplett über alle Achsen, über beide Achsen komplett ins Nirvana. Ja, schon besser, sehr gut. Kuppe, mittig, 100. Leicht links, innen halten, in mittel rechts lang. In mittel links. In mittel links, mach zu. 80, mittig. In Mittel rechts, in Achtung, scharf links bei Aufsteller. 60. Wir hören auf den auf, ich weiß ja nicht, ob er einfach nur arschlangsam ist oder ob wir dann auch nicht schneller sind. Dann will ich diese Stage mal relativ zügig, aber muss man mal abwarten. Ich bin mir noch echt nicht ganz sicher dabei. 60. Gruppe Wasser. Mit ganz viel Glück können wir das auch gewinnen, aber dafür muss der Ben Zulaye mal richtig. Richtig, richtig scheiße bauen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Jetzt will ich gleich Zeit verlieren, weil ich an ihm hier vorbei muss. Ich bin schneller und das ist ein gutes Stück. Lass uns mal ganz kurz innen durchprügeln, geht nicht anders. Ich kann mir keine Zeit erlauben, hier keine Zeit zu verlieren. Ja, für 2009 klingen die Autos wirklich sehr, sehr gut. Colin McRae 2 hat echt gute Autoklänge. Da kann man nicht meckern. Nee, nee, für das Alter ist das voll in Ordnung. Kuppe, Sprung, 60. Uneben, mittel rechts. 40, leicht links, lang. Ja, die Minimap ist die ganze Zeit da. 60, weil das hast du hier eher so statt eben den Richtungsangaben. 60, durch Wasser. Links halten, über Kuppe, 80. Mittel rechts lang, durch Wasser, mach zu, in mittel links bei Aufsteller. 80 bis Ziel. Das muss ein Etappensieg sein, ey. Dafür war die Stage viel zu sauber gefahren. Also das muss ich mir jetzt gerade mal selber geben. Geschafft. Aber ich weiß nicht, wo der Ben Zulaye gelandet ist, weil der ist das ausschlaggebende Punkt am Ende. Dritter. Da habe ich nur 4 Punkte gut gemacht. Ja, sind wir 2 Punkte hinter ihm. Scheiße. 2 Punkte am Ende gefehlt. Kacke, naja. Hat nicht gereicht. Schade, schade. Aber besser als nichts. Ich trinke gerade Rockstar Frozen Watermelon. Super, super nice. Ja, und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Endrennen bin ich raus für dieses kleine Dirt 2 Let's Play hier auf Twitch. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, die letzten Tage hier mit reinzuschauen. Und ja, wir sehen uns am Dienstag wieder. Dienstag 18 Uhr geht's weiter mit dem Stream und dann geht's weiter mit dem nächsten Stream-Let's Play, was auch, denke ich mal, ein bisschen länger gehen wird als Dirt. Wartet ab auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, schaut nächstes Mal gerne wieder bei. Ich danke mich wieder für euren Support, wieder das Reinschalten und wir sehen uns hier am Dienstagabend um 18 Uhr wieder auf Twitch. Bis dann. Tschö, tschö.